Nordschweden im Winter. 200 Kilometer nördlich vom Polarkreis. Über den zugefrorenen Fluss Törne ist Anna Ölund auf dem Weg ins Dörfchen Jukkasjärvi. Hier steht das erste und größte Eishotel der Welt. Die Fotografin hat eine besondere Beziehung zu diesem Ort. Jahrelang betreute sie hier Kreative bei der Arbeit und wirkte auch selbst als Eiskünstlerin mit. 2013 veröffentlichte sie einen Bildband über das Hotel. Für mich ist die Kombination zwischen den freundlichen und warmen Menschen hier und der sehr kalten Umwelt aus Schnee und Eis magisch. Deswegen habe ich ein Buch darüber gemacht. Ich wollte dem Rest der Welt zeigen, wie viel mir dieser Ort bedeutet. Jedes der rund 56 Eiszimmer wurde von Künstlern individuell gestaltet. Lichtdesigner setzen jeden Raum zusätzlich in Szene. Das Einzige, was hier nicht aus Eis oder Schnee ist, sind die Matratzen und Rentierfelle in den Betten. Geöffnet hat das Hotel von Mitte Dezember bis Mitte April und lockt jedes Jahr rund 45.000 Tages- und 15.000 Übernachtungsgäste an. Die Architektur ist einfach schön. Es ist kalt, aber sehr toll. Ja, ich mag es. Das ist wirklich cool und absolut super. In Taiwan haben wir keinen Schnee. Für uns ist das wirklich aufregend. Heute wird einer meiner Träume wahr. Durch das Eis sieht hier alles wunderschön aus. Jedes Jahr aufs Neue beginnt eine rund 100-köpfige Crew im Oktober, das Eishotel aufzubauen. Dafür werden 34.000 Tonnen Eis und Schnee verarbeitet. Pro Saison gehen mehr als 100 Designvorschläge von Kreativen weltweit ein. Sie alle wollen einen der Räume gestalten. Anna Ölund hatte 2012 die Möglichkeit dazu. Es ist wirklich sehr harte Arbeit. Man arbeitet nicht von 8 bis 17 Uhr, sondern in der Regel von 7 bis Mitternacht. Das geht so jeden Tag, auch am Wochenende. Wenn du mit deinem Raum und der Kunst darin fertig bist, bist du auch persönlich total am Ende. Die Geschichte des Eishotels beginnt 1989. Auf einem Workshop für Eiskünstler entsteht ein Igloo, das als Bar genutzt wird. Nach einer Partynacht schlafen einige Gäste darin, der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Mittlerweile gibt es weltweit zahlreiche Nachahmer, zum Beispiel im Norden Norwegens. Das Soris Niva Igloo Hotel wurde bereits 16 Mal aufgebaut. Nur wenig jünger ist das Lainjo Snow Village in Finnland. Hier besteht sogar das Restaurant aus Eis. Aber nicht nur in Polarregionen, auch in Gebirgen wie den Alpen oder Pyrenäen finden sich die kalten Unterkünfte. Das Igloo Hotel Gran Valira in Andorra bietet seinen Gästen unter anderem einen Whirlpool mitten im Eis. Trotz der Konkurrenz hat das Eishotel in Jukkasjärvi noch immer die meisten Besucher. One very important thing is the Torne River. Wichtig für uns ist der Fluss Torne, der direkt neben dem Eishotel entlangläuft. Er hat sehr klares Wasser und fließt hier sehr langsam. Deswegen ist das Eis im Winter besonders klar und qualitativ hochwertig. Außerdem versuchen wir, unser Hotel jedes Jahr neu zu gestalten und legen viel Wert auf die Kunst in den Räumen. Der Luxus kostet ab 270 Euro die Nacht. Besucher schlafen normalerweise nur einmal in den Eiszimmern. Den Rest ihres Aufenthalts verbringen sie wie Anna Ölund in typisch schwedischen Holzhäusern. Am Abend schaut die Schwedin in der hauseigenen Kapelle vorbei. Für sie der schönste Raum im Eishotel. Einen Absacker gibt es in der Eisbar. In den vergangenen 26 Jahren hat das Hotel in Nordschweden einiges verändert. Wenn Menschen an Schweden denken, fallen ihnen zuerst Stockholm und das Eishotel ein. Mittlerweile kommen sehr viele Touristen hierher. Und das heißt auch, dass Leute hier arbeiten und leben können. Ich denke, das ist sehr wichtig. Die Innentemperatur in allen Eisräumen liegt übrigens bei minus 5 Grad Celsius. Verglichen mit den minus 20 Grad im Freien fühlt sich das fast kuschelig an.